Einen wunderschönen guten Abend heute am, was haben wir denn heute? Den 24.04.2024, so viele Zweien und Vieren. Ich bin Mr. Million 1607. Herzlich willkommen zum Rennen Nummer 14 der Liga 2 in der United Phoenix Racing League. In Abu Dhabi, die Strecke, die einfach mal alles beinhaltet. Da ist ein bisschen was von Zandvoort dabei, da ist ein bisschen was von Spa dabei. Ja, ich glaube, das ist so eine Kopie von allen Strecken, so ein bisschen über den gesamten Rennkalender gesehen. Leider haben wir nicht ein sehr volles Fahrerfeld heute. Und ich sehe, jetzt kam auch endlich mal die Benachrichtigung über Discord, dass wir live sind. Ja, Abu Dhabi, ich mag die Strecke auf jeden Fall sehr. Kann ich nur empfehlen, ist eine meiner Lieblingsstrecken neben Bahrain, Zandvoort, Hungaroring und so weiter. Bin halt nicht so Fan von Monza und Baku zum Beispiel. Ja. Was erwartet uns heute hier? Kurzes Qualifying, 29 Runden. Ich glaube, wir sind 13 Fahrer. Ja klar, Dacia mache ich doch gern. Hat sich kurzfristig angeboten. Außerdem habe ich so die Gelegenheit, mich wieder aufzuwärmen. Ich war die letzten 2 Stunden dabei, meinen alten Kühlschrank unten das Eisfach abzutauen. Weil morgen kommt ein neuer Kühlschrank, die nehmen den alten zwar mit, aber Wasser mögen die Menschen nicht so sehr. Und das war sehr, sehr kalt. Gerade. Ja, muss ich nachher noch ein bisschen weitermachen, ein bisschen trocken machen und so weiter. Ja, wurde mal Zeit nach 9 Jahren für einen neuen Kühlschrank. Und der hat dann endlich eine No-Frost-Funktion, das heißt nie wieder abtauen. Ich bin begeistert. Ich bin geradezu ekstatisch, muss ich sagen. So, 11 Fahrer haben wir drin. Da müssten aber eigentlich. Ja, jetzt heiße ich Iceman 2.0, genau. Ja, der war gut. Der war gut. Der war schön. So, schauen wir mal ein bisschen hier aufs WM-Ranking. Da hat sich ja ein bisschen wieder was getan. Wo eine Tabelle Fahrer brauche ich. Genau. Nach Rennen Nummer 13 führt Domi mit 230 Punkten vor Weihnachtself mit 179. Und es sind dann nur noch 3 Rennen. Das heißt, wenn Weihnachtself heute ohne Punkte bleiben würde, jetzt muss ich mal rechnen, 51, 25, 76. 77, nein, kann auch nicht Weltmeister werden. Selbst wenn er die schnellste Runde holt, noch nicht, dann fehlt ein Punkt nur noch. Ah, wie gesagt, das ist alles nur so. Ja, Domi führt die WM an, ganz klar, vor Weihnachtself, vor Foxy Rainbow, Yukio im zweiten Mercedes, Dunking, Louis, Toby Tigers, Soulcatcher auf der 7. Von dem erwarte ich mir heute persönlich mal was, aber ich glaube, der fährt gar nicht mit. Auf jeden Fall. Der WM-Führende ist auf jeden Fall dabei. Weihnachtself, der zweite ist auch dabei. Die Mercedes-Jungs habe ich gesehen. Marc Jäger als Ersatzfahrer heute dabei, unter anderem. Und wer war es noch? Da war noch einer. Anmeldung 2. Genau, UPL Duckworth. 44. Was ist das? Ghana? Die Flagge? Senegal? Ich weiß es gerade nicht. Irgendwas Afrikanisches auf jeden Fall. Ja, also wenn ich es richtig gesehen habe, waren wir eigentlich 13 mit zwei Ersatzfahrern. Einer kommt auf jeden Fall später oder versucht später. Ich glaube, das ist Dome im Red Bull, der versucht später zu kommen. Ja, kurzes Qualifying, 29 Runden Abu Dhabi. Regen ist eher nicht zu erwarten hier auf der Strecke. Wenn es regnen sollte, dann wäre es eine Überraschung. Lassen wir uns mal überraschen, ob das Spiel noch ein paar Überraschungen hat. Ich habe mir heute auf den letzten Drücker dann doch das neue Spiel geholt. Duck wird gleich Meta und Gründungsmitglied. Ja, ich bin noch nicht so lange dabei. Dann schauen wir dem Gründungsmitglied und der Meta heute zu. Alles klar, machen wir. So, es ist 20:04 Uhr. Wir warten anscheinend noch. Alles gut. So kann das Wasser drüben im Kühlschrank noch ein bisschen runterplätschern. Ah, ich habe ja Handtücher und alles erstmal hingelegt. Sollte also passen, die knapp 2 Stunden. Ja, so, was noch? Ach so, WM-Stand bei den Teams.
Da sieht es, glaube ich, sehr, sehr eindeutig aus. Mercedes, na, oh nee, eindeutig ist gut. Mercedes führt mit 256 Punkten vor Ferrari mit 244. Also da wird Weihnachtself heute wohl auch nochmal angreifen und Sven wahrscheinlich auch. Dann Aston Martin auf der 3 mit 235 Punkten. Also da ist ein massiver Dreikampf. Dahinter dann Alpine mit 172 Punkten auf der 4, auf der 5 McLaren mit 141 Punkten. Dann wird es wieder ein bisschen knapper. Red Bull 107 Punkte, Alfa Romeo auf der 7 mit 101, Alfa Tauri 92 Punkte, 49 Punkte Haas auf der 9 und Williams auf der 10 mit 35 Punkten. So. Und dann wird es wahrscheinlich irgendwann demnächst mal losgehen. Ja, was können wir hier für Quali-Zeiten erwarten? Also, wenn es richtig flott wird, geht es unter 1,22. Es gibt da so gewisse Kandidaten im Time Trial, haben die diese Zeiten gefahren? Ah, okay, Tobi Tiger kommt noch anscheinend, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe. Ja. Und irgendwann wird es dann losgehen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zur Liga, zum Spiel, wie auch immer, ich versuche die nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Aber ich bin jetzt noch mal ganz kurz für 2, 3 Minuten weg und bin dann gleich wieder da und dann geht's ab ins Qualifying hoffentlich. Bis gleich.
So, und es geht los in Abu Dhabi heute am 24.04. 14. Rennen der Liga 2 der United Phoenix Racing League. Und dann lassen wir uns mal überraschen. Ja, Co. habe ich leider heute nicht. Ja, es ist bei 11 geblieben. Tobi Tiger wird nachjoinen, also werden wir 12 sein. Viel Platz auf der Strecke heute also. Und auch diese Strecke ist, verlierst du hier den Anschluss an den DRS-Train, ist es im Prinzip. Oh, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich muss mal kurz gucken. Ja, toll. Ah, nee, sehr gut. Ich dachte schon, ich habe vergessen, die alle stumm zu schalten. So, habe ich die Lautstärke wieder zurückkorrigiert. Damit ihr auch was von den schönen Autos hört. Nein, natürlich nicht. So, jetzt sollte das besser rüberkommen. So, die ersten fahren schon auf die Strecke. Ich mache euch mal alles hier soweit an, damit ihr die schöne Karte auch seht. So, Weihnachtself ist der erste auf der Piste. Direkt dahinter dann der Mercedes von Yukio. Ich glaube, das könnte heute auch das Duell auf der Strecke werden. Aber vielleicht überrascht auch ein Crowell-Fighter. Marc Jäger, Ewigkeiten nicht gesehen. Und der WM-Führende, für den es im Qualifying eigentlich nie so wirklich gut läuft, aber der halt über die Racecraft, über die Awareness und über die Konstanz im Rennen kommt. So, und wir schauen uns doch die Runde mal mit dem lieben Weihnachtself an. Befindet sich jetzt hier schon auf der langen DRS-Geraden. Jetzt geht es gleich in die Schikane runter. Runter bis in den zweiten wird da gebremst. Nimmt den Curb in mit. Hier lässt man sich weit raustragen. Normalerweise mit dem linken Reifen links neben den Curb. Hier bleibt man komplett eng. Innen lässt sich dann hier weit raustragen, den Curb nur minimal berühren. Ja, na. Aber gut, das ist ja noch die Einführungsrunde. Oh, und werden sich die beiden einig oder werden sich die beiden nicht einig? Also das ist zu nah. Das ist definitiv zu nah. So. Weihnachtself, Yukio und dann haben wir. Nicht Duckworth, das ist ein Williams. Das ist Marc Jäger, der dann an 3 kommt. So, aber dann haben wir doch Weihnachtself und Yukio gleich nebeneinander. Macht jetzt hier schön langsam. Yukio macht noch langsamer. So, und jetzt geht's auf die schnelle Runde. Ja. Schaltet bis in die 3 runter. Jetzt beschleunigt man voll raus. Geht hier komplett rechts rüber an den Körper im Qualifying. Macht er nicht. Nur halb rüber. Ja, die kann man etwas besser fahren, die Kurve finde ich. Hier nimmt er den Curb voll mit, mache ich zum Beispiel auch. Erste Sektoren, Zwischenzeit vermute ich mal um 17.3. Ja, 17.386. Jetzt achten wir mal auf Yukio dahinter. Der 17.5 startet der. Top Speed um die 3.24 in etwa. Ah, sogar ein bisschen mehr. 3,26. Schikane ganz vernünftig erwischt, aber vorsichtig genommen. Oh, hier hat er Zeit verloren. Schauen wir mal bei Yukio. Der nimmt sie schön von außen, lässt sich hier schön raustragen. Ah, ein bisschen gegensteuern. So, Weihnachtself, Sektor 2, 53,308. Das ist eine ganz gute Zeit. Jetzt kommt Yukio in Sektor 2, 53,1. Der hat 4 Zehntel geholt im zweiten Sektor gegenüber Weihnachtself. Jetzt hier unterm Hotel früh rein. Er bleibt im vierten. Das überrascht mich ein bisschen. Ah, kann man auch geschmeidiger nehmen. Und das wird eine hohe 1,22, wahrscheinlich eine 23,3. 23,4. Und Yukio, letzte Kurve. Und das müsste die vorläufige Bestzeit sein. 23,1. Marc Jäger 54,5 in Sektor 2. Und dahinter Duckworth war ungültig. Burschi 53,3. Dutch springt auf die 3 mit einer 23,5. Oh, viel zu weit innen genommen. 25,5.
Jetzt kommt Broschi 24-0. Kraulfighter ist der nächste, der ist auch gut dabei. Auch ein bisschen zu sehr Körb mitgenommen, aber 23-2, 9, halbes Zehntel dahinter. HSV Sven hat eine 53-6 in Sektor 2. Duckworth war ungültig. Markus aber noch davor. Oh, und die Runde war noch gültig. Da bricht er ab. Andreas kommt als. Nee, Sven kommt als nächstes. Und dann kommt Andreas. 23-8. Und jetzt kommt Andreas über die Linie. 25-1-2-8. Damit haben alle ihren ersten Schuss. Bis auf Markus und Duckworth. Der hat schon wieder gecuttet. Aber ich glaube, der hat auch abgebrochen. Ja. Also mit einer 23-1 geht's los. Da sind wir von den 21 hoch noch weit, weit weg. Also Prediction hier für die Pol stand jetzt, würde ich sagen, Richtung 22-4, 22-3. So, und alle wieder in der Box erstmal soweit. Ersten Run haben alle durch. 12 Minuten 20 sind noch. Merkwürdiges Unterbremsen von Boschi grad. Oh, und ja, Domi haben wir verpasst. 23,8 ist das mal auf P5. Den haben wir komplett übersehen. Das tut mir leid. So, was macht Marc? Ah, Markus, das passt doch. So, Tobi Tiger ist jetzt auch beigetreten. Das heißt, wir sind für heute vollzählig mit den 12 Piloten. Das ist sehr, sehr gut. Oh, Andreas ist noch vorgesprungen. Der ist noch eine Runde gefahren. 23,585 auf die 5, knapp vor seinem Teamkollegen Domi. Oh, und wir schauen beim lieben Markus zu, denn der ist auf der Outlap, genau wie der Williams von Marc Jäger. Ne, Marc Jäger ist schon auf der schnellen Runde. So, dann schauen wir mal, was er uns jetzt liefert hier, denn der ist auf der schnellen Runde. Ich hoffe, Markus sieht den da vor. Aber er scheint weit genug weg zu sein. Darf jetzt bloß nicht zu langsam machen. Sollte hier vielleicht einfach vom Gas gehen und links rüber gehen. So, Marc Jäger, zweiter Run. Ja, 15. Verbesserung, aber das reicht noch nicht mal für eine Platzverbesserung. Da bleibt er auf der 9. Ja, jetzt hat Markus ihn gesehen. So, was kommt von Marc Jäger? Ah, zu weit weg vom Apex hier von der Kurve. Auch die ein bisschen vorsichtig genommen. Da kann man viel, viel mehr Schwung mitnehmen. Verbesserung wird's, aber ob es für eine Platzverbesserung reicht, das wird eng. 23, nee, das reicht nicht. Aber 24,2 hat er fast eine Sekunde geholt. So, und jetzt gucken wir bei Markus im McLaren zu. Sektor 1. Schauen wir mal, wie er die Kurve 1 nimmt. Also wie gesagt, möglichst weit rechts außen bleiben. Ah, auch nicht. Traut sich nicht, komplett rüber zu gehen. Damit man hier mit maximaler Geschwindigkeit rechts über den Curb quasi links das Auto mittig über den Curb positionieren kann. 17,4 ist ein ganz okay Sektor. Sektor 1 ist nicht wirklich aussagekräftig. Der Sektor 2 und insbesondere der Sektor 3 sind es eigentlich. So. Weihnachtself dahinter und Yukio davor. Aber wir gucken bei Markus, denn der kommt jetzt zur zweiten Sektion. Auch Zeit verloren hier am Ausgang. Aber die Runde sieht bedeutend besser aus als wie die von Marc Jäger zum Beispiel. 53,117. Das ist die Top-Zeit im Sektor 2. Jetzt kommt Weihnachtself dahinter. Der will sie natürlich verbessern. 53,3. Und Yukio eine 53,0. Nochmal on top. So, Markus. Jetzt gilt's. Die letzte Kurve. Schön von außen anfahren. Nimmt viel Körb hier mit. Lässt sich dann raustragen. Und 22,888.
Yukio als nächster hat eine 1,5 Zehntel Verbesserung knapp auf dem Tacho. Reicht nicht. 22,9. Weihnachtself, 56.000. Verschlechterung. Aber der kann im dritten Sektor natürlich noch was holen. Der Mittelsektor war auch vorhin nicht so gut von ihm. Und bricht ab. Next Touch. Kraulfighter springt auf die 3 mit einer 23,229. Domi verbessert sich um 2 Zehntel in Sektor 1. Da gehen wir gleich hin. Erstmal kommt Next Touch, nimmt hier viel Körper mit, verliert hier richtig an Geschwindigkeit und Verschlechterung. Keine Verbesserung. So, Domi 53,3, 1 Zehntel Verbesserung, hat dann Zehntel Mittelsektor verloren. Nimmt auch sehr viel Körper hier innen mit. Aber die ist er richtig schön gefahren, die Kurve. Hätte sich noch ein Stück weiter raustragen lassen können. Das wird jetzt aber eine Verbesserung werden, gehe ich mal von aus. 19, 20, ja, das wird eine Verbesserung. 23,3, 23,295, bleibt auf der 5. Next Dutchy ist nichts, Sven ist ungültig. Bushi, 17,448 gestattet, 53,2, 1,5 Zehntel hat er im Gepäck. Und im letzten Sektor kann man locker nochmal 3 Zehntel holen. Das heißt, er könnte hier in die Top 6, Top 7 springen. Duckworth hat sich auch verbessert auf eine 23,287. Stark. Kraulfighter nochmal schneller, 22,996. Also drei Fahrer schon unter 1,23. Jetzt kommt Burschi und auf die 6, 23,304. Ich sag's ja, der hat fast 6 Zehntel geholt im letzten Sektor. Marc Jäger. Tobi Tiger ist der Nächste. Von dem haben wir noch gar keine Runde. Und der geht jetzt. Schauen wir mal, wie er Turn 1 nimmt. Ein bisschen vorsichtig hier. Hier kann man sich viel weiter raustragen lassen. Um maximale Geschwindigkeit. Meidet den Körb bergauf links komplett. Hier ein bisschen wild gelenkt, aber die Runde sieht. 17,481. Aber wie gesagt, der erste Sektor ist nicht wirklich aussagekräftig. Sektor 2 und insbesondere, ich bleib dabei, Sektor 3. 6 Minuten noch zu gehen und alle werden sich auf ihren letzten Run jetzt vorbereiten. Marc Jäger ist der Nächste, der auf die Hotlap dann gehen wird. So, jetzt schauen wir. Tobi Tiger, hier vorsichtig, holt außen Schwung. Lässt sich auch nicht wirklich raustragen. Da kann man mehr Risiko gehen. Aber die Runde müsste trotzdem ganz anständig werden. 53,179. Das Purple lassen wir mal außen vor. Das glaube ich persönlich nicht. Obwohl in Relation zur 53,0 von Yukio könnte schon hinhauen. So, ja. Die hat er geschmeidig genommen. Jetzt hier wieder. Er bleibt in der 4. 152 am Kurvenausgang. Das geht auch ein paar Kammer schneller. Lässt sich hier schön raustragen. Hier ein bisschen spät auf dem Gas und auf die 9 mit einer 1,23,510. Also ihr seht, wie eng das hier alles ist. 11 Fahrer innerhalb von einer Sekunde. 9 Fahrer innerhalb von 7 Zehntel knapp, nicht mal 7 Zehntel. So, Marc Jäger, 17,449 in Sektor 1, über ein Zehntel Verbesserung, 1100, um genau zu sein. Ne, Andreas ist nicht. Andreas ist seine Runde gefahren mit einer 23,278. Haben wir wieder verpasst. So ein Mist. So, Marc Jäger. Er ist jetzt der Erste, der jetzt wirklich mal komplett außen auf dem Körper geblieben ist. Bleibt hier auch konsequent innen. Ja, da muss auch was kommen. Die 24,220 wird nicht sein. Ja, deutliche Verbesserung. Nochmal über 6,5 Zehntel. Das würde jetzt auch das erste Mal eine Platzverbesserung bedeuten. Jetzt hängt es vom letzten Sektor ab. Also wenn er sich eine Sekunde steigert, dann würde er hier tatsächlich gleich mal in die Top 5 springen. Mal schauen, was im letzten Sektor möglich ist. Ich glaube nicht, dass das eine Sekunde wird. Aber die Runde sieht bedeutend besser aus als davor. Ja, auch die letzte Kurve gut erwischt. Und 23,2. Er springt auf die 4. Hat er doch die Sekunde geholt auf der Runde. Stark, stark, stark von ihm.
Tobi in die Box. 3,40 noch zu gehen. Die können alle noch mal fahren. Sven, oh, nimmt hier viel Curb mit. Dafür hier, da musst du links bleiben. Nicht nach rechts gehen. Er fährt die weite Linie. Das kostet so viel Zeit hier. Das hat bestimmt 3 Zehntel gekostet, diese Linie. Macht, sieht man auch, 53,8. Da hat er auf einmal statt einem Zehntel Vorsprung, hat er auf einmal 2 Zehntel Rückstand. Aber die Runde von Marc, die war richtig, richtig stark. Vor allen Dingen der dritte Sektor war stark. So. Schauen wir an Sven noch zu Ende und dann springen wir auf Next Dutch. Wenn er jetzt abbricht, abgebrochen hätte, hätte er noch eine Runde fahren können. Das wäre noch gegangen. So wird das die Zeit sein. 24-0, keine Verbesserung. So, aber jetzt gilt's für die letzten Ones. Next Dutch, dahinter haben wir dann. Ne, dahinter haben wir gar keinen, die sind alle auf der Outlap. Markus ist der Nächste, der bisher auf der Pole ist. So, dann gehen wir da mal schnell hin, weil der kommt jetzt gleich zur ersten Zwischenzeit und dann passt das auch. Markus und dahinter haben wir dann Domi. Ne, nicht Domi, Blödsinn. 17-3-1-2 von Markus. Ah, schon besser, aber so richtig getraut sich keiner hier komplett links über dem Körb zu bleiben. Was wird das? 53-1-2-9, halbes Zehntel Verbesserung. Runde ist noch gültig. Ah, hier musst du weiter außen Schwung holen, Junge. So, Markus kommt zur zweiten Zwischenzeit und dann springen wir zu Next Dutch hin. Und Markus 53-0-0-0. Noch haben wir die 52 nicht gesehen in Sektor 2. Aber die kommt wahrscheinlich noch. Und Next Dutch springt auf P4 1:23 1:70. Aber da wird er wahrscheinlich nicht bleiben. Nee, Antrin, kein Fehler machen. Die Track Evolution ist Wahnsinn. Hier volles Risiko genommen. Ah, das hat Zeit gekostet. Aber die Runde sieht nach einer Verbesserung aus. Das geht Richtung 22,6, 22,5 eventuell. Ah, nicht ganz. Da hat das im letzten Sektor weggehauen. Graulfighter auf der schnellen Runde und auch Burschi. Burschi im Sektor 1, 17,5, Verschlechterung. Aber wie gesagt, der Sektor 1 hat nichts zu heißen. Jetzt Graulfighter. Ja, es wird besser. Markus gibt die Session auf. Oh, das war aber auf der Strecke. Vielleicht hat er einen Unfall gehabt. Graulfighter, 53,3, 1 Zehntel Verschlechterung. Aber im letzten Sektor kann man eine ganze Menge holen. Andreas auf der schnellen Runde. Graulfighter, der müsste jetzt im dritten Sektor aber eigentlich schon noch was kommen. Ja, die nimmt das sehr schön hier, die Kurve. Aber das. Ne, das sieht nicht nach einer Verbesserung aus. Bricht auch ab. Next Dutch kommt nichts mehr. Es sei denn. Ne, der hat auch keine Batterie mehr. Was macht Andreas? Mercedes ist der Letzte, der über die Linie kommt. 4 Sekunden vor Ende. Duckworth hat es auch noch geschafft. So, jetzt Andreas. Aber auch 2 Zehntel Verschlechterung in Sektor 2. Buschi abgewunken auf der 9. Weihnachtself nur auf der 10. Und Andreas bleibt auf der 6. Keine Verbesserung. Weihnachtself startet mit einer 17,3. Tobi Tiger 53,2. Halbes Zehntel Verschlechterung. Yukio startet mit einer 17,3. Aber ich sag's immer wieder: Der erste Sektor ist nicht aussagekräftig. Auch er traut sich nicht über den Körper raus. So, Tobi Tiger ist der Nächste. Dahinter kommt dann Domi, wenn ich's richtig gesehen habe. Und Tobi Tiger kommt jetzt noch die entscheidende Verbesserung. 23,2, ein Platz vor auf die 9. Domi der Nächste. Und nach Domi kommt dann Weihnachtself, der nur auf der 11 ist mit einer 1:23,4. Das ist nicht sein Anspruch. Was kommt von Domi noch? 23,0 auf die 4. Das ist ein gutes Qualifying für ihn. Jetzt kommt Weihnachtself. Schnappt er sich hier die Pole? 22,8,8,8 ist die Pole aktuell. Das sieht gut aus. Nein!
P3 22,9 und jetzt kommt Yukio, der erste unter 53 in Sektor 2. Aber. Hä? Ah, da muss irgendwas gewesen sein. Oh, der hat. Da muss irgendwas gewesen sein. Der hatte so einen guten zweiten Sektor. Ja, Yukio auf der 2. Ja, und jetzt sind wir von den Zeiten her. Ja, überrascht mich. Vier Leute unter 23. Markus holt sich die Pole vor Yukio, vor Weihnachts-L, vor Kraulfighter. Duckworth, Domi auf die 6 zurückgefallen noch, weil Duckworth noch davor gegangen ist. Next Dutch auf der 7. Mark Jäger auf der 8. Auf der 9 Andreas P. Auf der 10 Tobi Tiger. Auf der 11 Buschi. Und wenn wir jetzt nur Buschi bis Markus nehmen, 1 bis 11, dann sind die knappe 4 Zehntel auseinander. Erst dahinter dann Sven, bei dem lief es nicht so richtig mit einer knappen Sekunde Rückstand. Ja, spannendes Qualifying. Markus wieder mal eine starke Performance gebracht. Aber ich muss sagen, die Zeiten finde ich ein bisschen enttäuschend. Da dachte ich schon, dass wir eine 22,4, 22,5 sehen. Ja, aber war nicht so. Naja, mal also, wenn das Qualifying-Ergebnis das jetzt das auch im Rennen widerspiegelt, dann können wir uns auf was gefasst machen. So, eine Startzeit habe ich leider nicht, aber vielleicht kriege ich die ja gereicht. Von einem freundlichen Elfen. So, so, so. Und dann freuen wir uns gleich auf 29 Runden. Ja, bevorzugte Strategien. Soft, Hard, Hard, Medium. Aber wahrscheinlich standen sie eher da auf Mediums. Also ich bevorzuge auch die Mediums. Sollte hier ein frühes Safety Car geben, ist auf jeden Fall ein Boxenstopp ab Runde 5, 6 ratsam. So, und wir bleiben jetzt einfach mal hier sitzen, weil wahrscheinlich geht es demnächst los. Denke ich mal. Reifen blende ich euch dann gleich ein, wenn es losgeht. Meistens gibt es bloß 3-4 Minuten Pause. Ah, ich glaube, Yukio hätte auf die Pole fahren können. Ich glaube, die hat er drin gehabt, aber er muss da wohl irgendwie einen Fehler gehabt haben, weil er auf einmal ganz langsam. Kraulfighter auch wieder mit einem starken Qualifying auf der 4 gewesen. Dann, wie ich gelernt habe, die Meta. Duckworth auf der 5. Aber wie gesagt, also die ersten 5 alle unter 2 Zehntel. Das erinnert ja schon an unsere 5-6 Spezialisten in Liga 1. Bloß halt hier die Liga 2. Ja, Tobi Tiger werden wir sehen, was da wieder von hinten passieren wird. Startet von der 10, aber mit 12 Fahrern sollte es ganz gut funktionieren. Weihnachtself dem Druck standgehalten, hat dann doch nochmal eine richtige Runde hinbekommen. Aber wie gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass eine 22,8 reicht. Aber gut. Vielleicht wollte er die Zahl auch einfach stehen lassen, der liebe Markus. Das kann natürlich auch sein.
So. So, dann schauen wir doch mal auf die Reifen. Also machen wir es anders. Auf Hart starten Duckworth und Tobi Tiger. Der Rest alles auf den gelben Reifen. So, keiner riskiert es auf den Softreifen. Da hätte ich vielleicht mir vorstellen können, dass ein Weihnachtself oder auch vielleicht ein Yuki oder Markus von P1 das auf Soft probiert. Die kann man schon bis Runde 10 ziehen. Und geht dann auf die harten Reifen. Na gut, wir lassen uns einfach mal überraschen. Wir lassen uns mal überraschen. So, und dann schauen wir uns gleich mal den Start an, wie Markus den macht. Fährt hier ein bisschen Feldner weg, beziehungsweise bis Graulfighter, aber jetzt schließen die anderen alle wieder auf. Mal schauen, wer alles die Box nicht trifft. So, Markus trifft sie. Yukio trifft sie. Auch Weihnachtself trifft sie, Graulfighter. Das so gefällt mir das. Ja, okay. Andreas hat's versaut. Der Rest hat's geschafft. Wir gehen vor auf Yukio und schauen uns den Start aus der Perspektive von ihm an. Und die fünf roten Lichter gehen aus. Der 14. Lauf der Liga 2 startet. Markus hat einen super Start. Graulfighter an Weihnachtself vorbei. Graulfighter an Yukio vorbei. Was war das denn bitte für ein Start von Graulfighter? Weihnachtself gewinnt doch die Position gegen Yukio. Domi hat eine Position gut gemacht. Und alles clean soweit. Das gefällt uns. So, Weihnachtself wollte ich attackieren, verbremst sich hier komplett. Deswegen Graulfighter wieder vorbei. Und Markus hat schon eine kleine Lücke von 6 Zehntel gerissen. Jetzt schauen wir mal auf der Geraden. Oh, Graulfighter kommt richtig nah. Weihnachtself auch, aber hier wird es noch kein Überholmanöver geben. Jetzt aufpassen beim Anbremsen. Domi ganz nah dran, aber der Abstand stimmt nicht. Next Dutch ist an Duckworth vorbei. Der hat 3 Plätze verloren, wenn ich es richtig sehe. Schauen wir mal, Positionsänderung. Ja, der hat 3 Plätze verloren, ist auf die 8. Gewinner des Starts, Graulfighter und auch Marc Jäger mit einem guten Start von 8 auf 6. Tobi Dieger von 10 auf 8. Immer berücksichtigen, der ist auf den harten Reifen. Und Graulfighter, der hatte, wie gesagt, einen bombastischen Start. Markus hat seine Position halten können. Der hatte auch einen sehr, sehr guten Start. Ja, und Yukio ein bisschen der Verlierer des Starts. Duck wird natürlich auch mit 4 Plätzen. Hinten ist alles gleich geblieben. Und Sven lässt schon ein bisschen abreißen. Da ist schon die Sekunde raus. Ich bin überrascht, dass das Delta stimmt. So, erste Runde 1:29:0. Das ist eine schnelle erste Runde, muss ich sagen. Ah gut, wir fahren ja 50%, wir fahren nicht 100%, vergesst es. So, ja, jetzt stimmt das wieder nicht, weil Domi ist nicht 1,27 dahinter. So, aber Weihnachtself, kann das stimmen? Ja, das stimmt. Weihnachtself ist hier über die Sekunde weg und muss jetzt schon richtig Batterie benutzen. Sieht man auch, wie er hier drückt und drückt, aber verliert auf der Geraden. Und Yukio greift er jetzt schon an. Ja, der bleibt noch dahinter. Schön, wie die hier alle so schön anbremsen. Oh, da hat's geknallt. Duckworth und Andreas, da hat's geknallt. Da wurde sogar das Ghosting an. Oh, da war ein bisschen arg reingebremst, der liebe Andreas. Da hat's richtig gerumst.
So, und deswegen Sven jetzt nicht mehr letzter, sondern auf der 11. Aber Weihnachtself hat vorn abreißen lassen müssen. Er muss eher auf Yukio und speziell auch auf Domi aufpassen. Und Mark Jäger hält gerade so noch den Anschluss. Und auch die beiden dahinter, Next Dutch und Tobi Tiger. Also wie gesagt, Tobi Tiger nicht zu vergessen, der ist ja immer noch auf den harten Reifen. Markus fährt eine 1:26.511 schnellste Runde. Ja, und die beiden bauen ihren Vorsprung aus. 1,7 Sekunden jetzt schon. Ja, da hat der liebe Weihnachtself zu kämpfen. Und Domi hat natürlich beide Kontrahenten im WM-Kampf vor sich. Marc Jäger greift jetzt hier innen an gegen Domi. Jetzt Beschleunigungsduell. DRS ist aktiv. Beide natürlich mit DRS. Und Marc Jäger geht vorbei. Domi kontert sofort, setzt sich innen daneben. Jetzt gibt es das Bremsmanöver. Ja, und Domi zieht zurück. Und deswegen ist das Überholmanöver durchgegangen von Marc Jäger. Ja, jetzt nehmen sie alle den Körb mit. Ich fasse es nicht. Im Qualifying macht das nicht. Und jetzt macht das Markus an Kraulfighter vorbei. Oh, da war es wahrscheinlich gerade. Yukio an Weihnachtself. Das ist das, was ich angedeutet hatte. Vorn durch das Überholmanöver der beiden besteht jetzt die Chance für Yukio, wenn er eine schnellere Pace gehen kann, da wieder reinzufahren. Muss er auch nicht zu viel Batterie jetzt hier im letzten Sektor, wenn er den gut erwischt. Ah, den fahren die beiden davon aber auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ah, das wird eng, knapp aus der Sekunde raus, immer noch. Ah, noch nicht. Und Markus gibt von richtig Gas. So, Marc Jäger macht jetzt hier auch schon Druck auf Weihnachtself. Also bombastische Leistung von dem bisher. Und Tobi Tiger mit seinen harten Reifen schaut sich das alles von hinten erstmal an. Und dahinter ist dann die Lücke von Boschi ab. Weihnachtself wieder mit dem Quersteher. Jetzt könnte der Angriff kommen. Batterie hat er aber nicht wirklich. Versucht das ohne Batterie. Ne, der bleibt dahinter. Jetzt muss er aufpassen beim Anbremsen. Ja, geht alles gut. Schön, schön, schön. Ah, Next Dutch verliert hier komplett Kontrolle übers Auto gerade. Ist deswegen jetzt aus Sekunde raus. Hat deswegen auch kein DRS bekommen. So, und Kraulfighter hat sich wieder näher ran an Markus. Und Yukio kann die Lücke auch. Die schließen 1,7 Sekunden. Also die beiden davon eine richtig starke Pace. Weihnachtself hat sich wieder ein bisschen gefangen. Mir scheint es so, dass der zweite und dritte Sektor ihm besser liegt. Vielleicht hat er mehr auf ein kurvenlastiges Setup gesetzt. Dann bietet sich der dritte Sektor natürlich an. Yukio Quersteher und Weihnachtself vermeidet hier gerade noch den Einschlag. Hat er da rechts Flügelschaden bekommen? Oh, na, da hat er, glaube ich, gerade so den Einschlag noch vermeiden können. Von Marc Jäger jetzt schon auf der 3 ist an Yukio vorbeigegangen. Marc Jäger fliegt hier förmlich heute. Next Dutch hat das Problem jetzt hinter Domi, hat nochmal DRS bekommen. Aber das wirkt sich dann meistens auf die zweite gerade aus. Tobi Tiger dadurch auf der 7 und für Weihnachtself ist es schon wieder ein Rennen zum Vergessen. Yukio kontert jetzt hier mit DRS. Und vorn, die beiden sind über 2 Sekunden weg. Weihnachts. Burschi gegen Duckworth. Hat er überholt, der Duckworth? Marc Jäger geht an Yukio wieder vorbei. Yukio jetzt hier innen. Schöne Helikopterkamera von oben hier. Ah, herrlich. Die könnten sich das Ganze rennen lassen. Das sieht so genial aus. Oh, und der Abstand vorn wird größer von Markus und Kraulfighter. Jetzt haben wir auch keinen Ton. Haben wir jetzt nur noch Helikopterkamera? Ah, jetzt hören wir Autos wieder. Ah, das war gerade richtig still. Ich habe da irgendwelche Vögel zwitschern hören. Naja,
So, Marc Jäger hat jetzt tatsächlich mal 14. gut gemacht im letzten Sektor. Mal schauen, aber jetzt kommen sie gleich wieder auf die DRS gerade. So, Tobi Tiger, dessen Reifen werden dann auch langsam besser werden als die von NextDutch und der sieht, dass der Abstand nach vorne. Ja, und Marc Jäger kommt der. Keine Batterie mehr. Paulfighter, sehr gut mit 66. Ja, bleibt hier auch ganz klar hinter Markus und überschießt die Kurve komplett. Muss aufpassen. Hat er gut gemacht, gab keine Strafe, aber jetzt ist Marc Jäger natürlich direkt dran. Und seinerseits ist Kraulfighter komplett rausgefallen. Da hat er schon so früh Gas weggenommen und überschießt die Kurve dann trotzdem komplett. Das ist unfassbar gewesen. Und jetzt muss er aufpassen, nicht, dass die Reifen jetzt überhitzt haben, aber er hat sich nicht gedreht. Ist jetzt auch schon wieder reingefahren. Also Kraulfighter hat hier eine Wahnsinns-Pace, muss ich sagen. Ich glaube, wenn der einen Undercut macht, dann ist der heute nicht zu schlagen. Ja, es haben Markus direkt wieder angefahren und hat es gleichzeitig geschafft, Mark aus dem DRS rauszuhalten. Und das ist eine starke Leistung. Ja, jetzt muss er auch von seiner Batterie mal was einsetzen. Kann er auch. Dafür ist sie da, Mignon. Und jetzt ist er direkt schon wieder dran. Und ich glaube einfach, Kraulfighter könnte hier so viel bedeutend schneller fahren. Aber will vielleicht Batterie, Reifen sparen. Vielleicht will er auch eine Medium Soft fahren. Wer weiß das denn schon? So, Yukio hat hier mit Marc Jäger zu kämpfen. War jetzt schon fast auf 19. weg. Jetzt kriegt er natürlich wieder DRS. Marc Jäger blinkt die ganze Zeit schon. Ja, der versucht verzweifelt reinzukommen. Wir achten mal ein bisschen auf die Rundenzeiten von der Spitze zu Marc Jäger. Ah, hier sieht man ohne DRS, da verliert er auf einen Schlag 4 Zehntel auf. Nur auf der Geraden bremst jetzt beim Anbremsen wieder ein bisschen besser rein. Er nimmt aber die Schikane immer jedes Mal extrem gut. Da verliert er nicht wirklich Zeit. Klar, die gewinnen vorn durch das DRS. 55,9, 56,9. Ja, das sind diese 2,5 Zehntel auf der Geraden. Aber da kann er sich im letzten Sektor wieder rantasten. Er verliert so 5, 6 Zehntel, verliert er auf diesen beiden Geraden. NextDutch geht an Tobi Tiger vorbei. Oh, das ist überraschend. Also wenn er es so schaffen kann, immer wieder so den Abstand auf 1,3, 1,4 Sekunden zu halten am Ende der Runde, dann sollte er wirklich versuchen, jetzt keine Batterie zu benutzen. Und wann kommt der Angriff von Kraulfighter? Weil bei dem habe ich nach wie vor das Gefühl, der könnte schneller. 8 Runden absolviert. Nichts Aufregendes passiert, außer dass einer der WM-Favoriten ganz hinten hängt auf P8. Domi vor ihm und hat natürlich seinen direkten Kontrahenten Yukio auch direkt vor sich, was natürlich ideal ist. Und Yukio hat hier richtig zu kämpfen. So, jetzt geht Kraulfighter dabei. Ich habe es gerade noch angesprochen. Wann kommt der Angriff? Jetzt hängt es von der Schikane ab. Wie nimmt er sie? Ah, semi-optimal, aber Markus hat sie nicht viel besser genommen. Und das reicht. Kraulfighter wird die Führung behalten. 55,2. Yukio an Marc Jäger wieder vorbeigegangen. Das kostet alles Zeit. Die erste Gerade bietet sich eigentlich dafür besser an als die zweite. Domi auch gut bei der Batterie dabei mit 65%. Tobi Tiger hat abreißen lassen müssen zusammen mit NextDutch durch den Zweikampf immer wieder. So, jetzt schauen wir mal. Kraulfighter, erste Runde, wo er vorne ist. Oh, verliert hier das Auto. 27,5. Verfolger 27,6, also die fahren pari pari die Zeiten. Tobi Tiger 28,7, ja, da bricht es dann halt ab. 1,2 Sekunden langsamer. Und Domi, wissen wir ja, ist auch einer, der über die Renndistanz einfach mal kommt. Oh ja, und der sieht, dass Marc Jäger vorn. Hat er noch DRS bekommen? Ich glaube, der hat keins mehr bekommen. Ja, da muss Domi jetzt vorbei. Ja. Und jetzt setzt er auch mal Batterie ein. Easy Überholmanöver. Er muss an Yukio dranbleiben. Das ist wichtig. Er wird hier kein Risiko eingehen. Hier geht es um die WM für ihn.
Ja, und bremst sich hier komplett ran. Also auch Domi sehr, sehr gut dabei. Tobi Tiger an Next Touch wieder mal vorbei. Next Touch daneben. Next Touch kontert in die Kurve rein, in die Schikane rein. Schönes Überholmanöver. Ein Re-Overtake sozusagen jetzt der ist bei Tobi Tiger. Da bleiben wir doch einfach mal drauf. Außen. Next Touch in. Tobi Tiger, da gibt's Gelb. Das ist Yukio. Yukio hat sich gedreht in der langgezogenen Linksflügelschaden. Virtuelles Safety Car auf der Strecke. Oh, ist das bitter. Und ja, Jungs, jetzt müsst ihr in die Box. Also die Mediums auf jeden Fall. Die Hard-Piloten. Crowell Fighter holt sich eine Durchfahrtsstrafe. Rasen während Safety Car. Oh nein. Oh, ist das bitter. So, ich gehe mal auf die Reifen, um zu sehen, auf welche die weg sind. So, die ersten vier gehen rein. Fünf. Das ist natürlich. Ja, das virtuelle Safety Car ist so ein bisschen die Rettung für Yukio, würde ich mal sagen. Ja, Markus geht auf Hartz. Domi auf Hartz. Die gehen alle auf Hartz. Die von dem Medium. Duck wird es draußen geblieben im Alpin. Spannend. Tobi Tiger auf die Mediums damit durchfahren. Ja, ein bisschen knautschig, aber es geht. So, jetzt bin ich auf Weihnachtself. Der geht natürlich auf die weißen Reifen, logischerweise. Burschi geht auf die weißen Reifen. Und alle sind in der Box, bis auf Duckworth. Der will Führungskilometer. Bekommt er jetzt. Virtuelles Safety Car wieder aufgehoben. Gab kein richtiges, ja. So, und Crowellfighter wird fluchen. So ein starkes Rennen. Und ohne Safety Car wird er keine Chance mehr haben. Hat jetzt Domi sogar vorbeigelassen. Und Domi stand jetzt, macht noch mehr Punkte gut in der WM-Führung. Yukio nur auf der 10. Weihnachtself nur auf der 8. Und Crowell Fighter wird einfach angefressen sein. Tobi Tiger an Next Dutch vorbei. Die beiden auch das ganze Rennen schon über. Ja, sehr, sehr bitter. Also er hatte hier wirklich die Pace für einen Sieg, muss ich sagen. So. Hinten Yukio an Boshi. Ja, der muss natürlich sehen. 4 Sekunden auf Weihnachtself, 6 Sekunden wiederum auf Next Dutch und dann nochmal 3 Sekunden, bis er vorne an der Spitze dran wäre. Und da wäre nur P3. So, Crowellfighter kann die Durchfahrtsstrafe absitzen. Bloß nicht 5 Sekunden noch holen. Nein, tut er nicht. Dann macht er ganz langsam. Sehr gut. Muss ich jetzt wieder konzentrieren. Noch ist das Rennen nicht vorbei. Ein Safety Car kann es geben. So, Domi 2,4 Sekunden und Marc Jäger auch ein sehr, sehr starkes Rennen heute. Ja, und Tobi Tiger auf 5. Yukio auf der 8. Crowellfighter kommt vor Sven raus. Ja, das reicht. Auf der 10. Und hat jetzt. Ah, auf Bushi sind 2 Sekunden, aber dann hat er Bushi und Yukio direkt vor sich. Und da könnte vielleicht noch Richtung Weihnachtself was gehen. Das müssen wir schauen. So, Duckworth wissen wir, er muss noch mal rein. Hat sich entschieden, auf den harten draußen zu bleiben, war meiner Meinung nach ein Fehler. Man sieht das auch. Und Markus wieder mit frischen Reifen. Eine sehr, sehr starke Pace, wie vorhin auch schon. Kann den Abstand leicht auf Domi ausbauen. Und Marc Jäger, also das ist echt ein Phänomen, was der heute hier zeigt. Ah, das war ein Cut. Hoffentlich holt er sich da nicht noch einen. Dann hat er wahrscheinlich bald eine Strafe. Ah, Tobi Tiger weiterhin diese 3,5 Sekunden auf dieses P4. Ja, und Markus ist jetzt gleich schon dran an Duckworth, also. Er hätte reingehen sollen. Den spürt's da bis ans Ende des Feldes, nämlich fast. Oh, Bushi kann ja auch gut mit Yukio mithalten. Und Crowellfighter hat das Problem, er kommt da nicht ran, weil Yukio geht eine gute Pace. Weihnachtself geht eine gute Pace. Die gehen alle eine gute Pace. So, Markus jetzt dran, bekommt jetzt sogar DRS. Das hilft natürlich ungemein. Und er sollte sich jetzt hier gar nicht lange aufhalten. Wenn er im dritten Sektor. Ah, der Exit war nicht gut. Das. Ah, er drückt jetzt auch.
15., 14., er muss es riskieren, bleibt in, Duckworth wehrt sich aber nicht, hat seine Führungskilometer gehabt, das war super wichtig für Markus, dass er hier an Duckworth vorbeikommt, weil sonst hätte Domi im dritten Sektor bestimmt eine Sekunde holen können. Aber vielleicht hält der Alpine ja Domi auf. So, und man sieht das jetzt auch. Markus wird hier aus der Sekunde direkt raus. Und Duckworth, da kommen die 3 Sekunden. Das ist bitter. Und Domi hat sich von Marc Jäger absetzen können. Na, überraschend. Naja, fast. Markus, schnellste Runde 25.939. Ja, Marc Jäger nur eine 27.1. Gibt es hinten noch was? Next Dutch und Tobi Tiger. Dieses wunderschöne Duo. Die ganze Zeit, das ganze Rennen über schon. Haben wir die beiden. So, Bushi fällt jetzt bei Yukio raus gleich. Crawlfighter hat ein paar Zehntel gut machen können auf die beiden. Bushi ist jetzt raus. Und hat jetzt auch kein DRS. Darf den Flügel nicht aufmachen. Das wird Crawlfighter helfen. Oh, und jetzt hat sich's alles ein bisschen entzerrt. Next Dutch und Tobi Tiger. Bushi. Oh, Bushi doch wieder reingekommen. Ah, bekommt der DRS oder war das vom Messpunkt? Bekommt kein DRS. Und Crawlfighter nochmal 2 Zehntel gut gemacht. Ja, Yukio, das bleibt auch bei 4 Sekunden auf Weihnachtself. Weihnachtself kommt seinerseits nicht an Next Dutch ran. Das überrascht ein bisschen. Er ist auf dem besseren Reifen, aber vielleicht fährt er auch ein bisschen Reifen schon, ne? Marc Jäger hat sich wieder reingekämpft. Und Domi, ja, jetzt ist er an Duckworth dran. Hälfte des Rennens gleich rum. Wir finden uns jetzt in Runde 14 von 29. Oh, Marc Jäger hier im ersten Sektor. Was hat der für einen ersten Sektor, bitte? Das ist ja Wahnsinn. Der hat mal eben 6 Zehntel gut gemacht im ersten Sektor oder 5 Zehntel. Ah, setzt jetzt ein bisschen Batterie ein. Domi blinkt. Domi muss an Duckworth vorbei, logischerweise. Und Marc Jäger, der muss mit durchziehen. Nein, bleib zurück. Schubst da leicht Duckworth an. Man hat's rumsen hören. Oh, das ist bitter. Hat jetzt zwar DRS, aber ist weit weg von Duckworth. Das kann eine Vorentscheidung zu Domis Gunsten sein. Bin mal gespannt, wann Duckworth in die Box geht. Gucken, wohin würde der denn fallen? Duckworth 4,3. Oh, der würde wahrscheinlich sogar noch hinter Sven fallen, wenn ich es richtig sehe. Duckworth vermeidet hier den Cut. 5 Sekunden. Ja, der fällt hinter Sven. Der muss jetzt in die Box. Oh, bleibt noch eine Runde draußen. Weil die werden nicht nochmal reinkommen. Auch die beiden, die auf Medium sind, werden nicht nochmal reinkommen. Die werden durchfahren. Duckworth muss schon auf den Safety Car hoffen. Dann hat er natürlich sehr, sehr gute Chancen. Trotz 3 Sekunden Strafe. Und wir sehen das, was das ausmacht. Marc Jäger, Sektor 3 nicht vorbeigekommen, Sektor 1 nicht vorbeigekommen. Jetzt wird er natürlich auf der Geraden vorbeikommen. Aber das hat über 2 Sekunden gekostet. Naja, brauchst du gar kein DRS einsetzen, der lässt sich auch so vorbei. Der weiß das. Ja, gefällt mir, wie Duckworth hier so fährt. Die 3-Sekunden-Strafe sind natürlich ein bisschen bitter. Ja, und Markus vorn. 4 Sekunden jetzt mittlerweile schon. So, und Marc Jäger, wie ich es gesagt habe, knappe 2 Sekunden. So, und unser Lieblingsduo, Next Dutch und Tobi Tiger, auf 5 und auf 6. Einfach schön. Schauen wir nochmal auf die Positionsveränderung. Nee, die wollen wir nicht. Ja, Gewinner, ganz klar Marc Jäger von der 8 auf die 3. Hat hier auch gute Chancen aufs Podium, muss ich sagen. Tobi Tiger auch 5 Plätze gut gemacht.
Yukio natürlich ganz klar der Verlierer durch den Dreher von. Oh, das war ein Cut. Und auch Kraulfighter mit 5 Plätzen Verlust. Kraulfighter wäre für mich ganz klar ein Kandidat für einen Sieg hier gewesen ohne die Durchfahrtsstrafe. Also der hat das so schön gemanagt, auch von dem ERS und halt, als er vorne, der konnte dann auch das Tempo vorne gut gehen. Die haben ihren Vorsprung sogar noch ausgebaut. Sven holt sich eine 3-Sekunden-Strafe. So, 13 Runden noch zu gehen und ich muss mal ganz dringend was erledigen. Ich bin in 2-3 Minuten wieder da. Ich lasse euch das Bild von Marc Jäger und seiner Aufholjagd auf Drumi. Bis gleich. So, da bin ich wieder und wir haben das VSC auf der Strecke und wenn ich es richtig sehe, muss das Weihnachtself gewesen sein, der sich da wahrscheinlich gedreht hat. Gucken. Oh, der fährt komplett ohne Flügel. Sven hat sich eine 5 Sekunden geholt, glaube ich. Ne, 3 Sekunden hat er. Andreas und Sven in der Box gewesen, die machen es richtig. Sind die auf Softs gegangen? Nein, auf Mediums. 11 Runden. Ja, Sicherheitsvariante. So, wieder aufgelöst. Alle anderen waren zu weit weg von der Box. Markus, 5 Sekunden jetzt mittlerweile fast der Vorsprung. Und Marc Jäger, ich hatte ihn euch ja eingeblendet, der macht sich auf die Jagd Richtung Domi und ist jetzt fast drin im Fenster. Hat sich Schritt für Schritt rangekämpft. Und Tobi und Next Dutch. Ah, ERS hat Tobi ein bisschen mehr. Duckwirt geht in die Box endlich.
Und da kommen die Medium-Schlappen drauf und Weihnachtself-Flügelwechsel. Da kommen die roten drauf. Oh, Katastrophe für Ferrari heute. Auch Mercedes auf P7 nur. Nicht gut. Aber Yukio, jetzt hat das an. Na, Growlfighter ist an Yukio mittlerweile sogar vorbeigegangen. Also Growlfighter, wie gesagt. Und Xdutch geht mal wieder an Tobi vorbei. Und die müssen aufpassen. Das sind nur 3,3 Sekunden. Ich glaube, nach vorn, das sind dann nochmal 6 Sekunden. Ah, 10 Sekunden, das ist arg viel. Aber Growlfighter hat eine Wahnsinns-Pace. Tobi kontert direkt wieder auf der nächsten DRS-Geraden. Und spannend ist natürlich, wie gesagt, auch hier P3, P2. Das sind 1,3, 1,4 Sekunden vielleicht. Batteriemäßig sind sie fast gleich. Vorn Markus dreht seine Runden. Hat jetzt ein bisschen Zeit allerdings verloren. Wir gucken jetzt mal auf die Rundenzeiten. Ah, 28,4. Jetzt kommt Domi. 28,7. Jetzt gucken wir mal das Verfolgerfeld. 28,5. Und Growlfighter 27,4. Der absolut schnellste Mann auf der Strecke. Und das ist für Yukio auch sehr, sehr gut. Die beiden, da könnte tatsächlich Richtung P4 auf jeden Fall noch was gehen. Und Marc Jäger, Domi muss einen Fehler gemacht haben. Marc Jäger ist dran. Und wenn die jetzt auch noch anfangen zu kämpfen, ja, dann kann vielleicht für Growlfighter hier doch noch was gehen. Denn Growlfighter ist ganz klar der schnellste Mann momentan auf der Strecke. Von Markus fährt mit dem Yukio, geht jetzt sogar vorbei. Ist gut, wenn die beiden zusammenarbeiten. Von Xdutch und Tobi Tiger wieder. Das kostet tierisch viel Zeit, was die beiden da machen. Ihr seht, Yukio hat hier in einer Kurve 7 Zehntel aufgeholt. 8 Zehntel sogar. Und Tobi Tiger geht wieder auf der DRS-Geraden vorbei. Und jetzt sind die beiden im Fenster gleich. 1,2 Sekunden. Oh Gott, und wir kriegen hier einen Vierkampf um Platz 4 momentan. So, Markus, 1,28,0 hat sich wieder ein bisschen stabilisiert. Domi fährt 1,27,5. Ah, Marc Jäger, der ist jetzt natürlich dran. Und Tobi 1,29,5. Und da sieht man das eben, was das ausmacht. Growlfighter 1,28,3, die waren über eine Sekunde schneller in der letzten Runde und sind jetzt alle dran. Gucken, ob Weihnachtself hier was Richtung schnellste Runde reißen kann. Duckworth holt die schnellste Runde mit einer 24,771. Könnte aber jetzt gleich unterboten werden durch Weihnachtself. Ne, reicht nicht. 25,1. So, Xdutch, Tobi Tiger. Oh, Xdutch greift wieder an. Yukio außen. Growlfighter, das geht. Xdutch kriegt die Kurve nicht. Jetzt gibt es die Berührung. Da drückt der Tobi von der Strecke. Und Tobi wird jetzt gleich drei Plätze dadurch verlieren, wahrscheinlich. Jetzt greift Yukio an. Wer ist denn jetzt vorn? Tobi Tiger ist wieder vorn. Das ist der Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Pass auf, Yukio. Oh, da war weit hinten auf dem Kurb. Deswegen kommt Xdutch vorbei auf der 5. Yukio auf der 6. Growlfighter auf der 7. Der muss aufpassen. Da wäre er fast Yukio ins Heck geknallt. Oh, wilde Schlussphase. Ja, und somit ist die Geschichte Richtung Podium natürlich durch. Jetzt sind es 10 Sekunden. Markus, Rundenzeiten stabil. So, jetzt ist die Frage. Bei Marc, kann der gegen Domi was ausrichten oder kann er nichts ausrichten? So, und dieser Vierertross. Jetzt gleich wieder. Sven holt sich nochmal eine Zeitstrafe. Ne, Weihnachts schnellste Runde, da wird nichts mehr. Da hat er auch keine Batterie für. Die wird dann bei seinem Teamkollegen bei Sven bleiben. Bei Duckworth wird die bleiben. Und die zählt auch. Denn der wird Neunter werden. Achter vielleicht sogar noch. Bushi wird er wohl noch kriegen. Oh,
Yukio gegen Nextouch. Oh, Nextouch hat hier aber auch immer eine abartig gute Rausbeschleunigung aus dieser Schikane heraus. Blinkt jetzt. Yukio blinkt aber auch. Die blinken alle wie der Weihnachtsbaum. Und Tobi Tiger ist wieder vorne. Nachdem er da schon bis auf P7 zurückgefallen war, ist er wieder auf der 4. Ja, Yukio, da geht es um jeden Punkt. Insbesondere der Weihnachtself heute gerade so in den Punkten. Das ist 10. Duck wird jetzt hier vorbei. Marc Jäger holt sich die Zeitstrafe. 3 Sekunden. Oh, ist das bitter. 27,8. Was fährt das Verfolgerfeld? Ah, die verlieren weiter Zeit. Ja, die verlieren weiter Zeit. Die fahren 28 Mitte, 28,6. Yukio greift jetzt hier an innen. Ah, da muss er aufpassen. Jetzt ist Kraulfighter noch direkt dahinter. Und der ist ganz nah dran. Der bleibt jetzt aber noch zurück. Der will DRS haben und wird dann gleich auf der Geraden wahrscheinlich den Angriff starten. Hat auch ein bisschen mehr Batterie zum Arbeiten. So, Marc Jäger, wenn er kann, muss er vorbei, um versuchen, die 3 Sekunden rauszufahren. Ja, und von der Abstand, ihr seht es, 4,3 Sekunden. Hat auch deutlich mehr Batterie. Sieht ja Domi auch blinken. Er muss eigentlich vorbei. Tobi gegen Nextouch. Da gibt es die nächste Berührung. Da gibt es den Konter. Und da gibt's. Was machen die beiden denn da? Der eine will nicht nachgeben und der andere schon mal gleich gar nicht. Und deswegen Yukio und Kraulfighter jetzt durch. Ihr seht durch diese Zweikämpfe so viel Zeitverlust. 12 Sekunden ist der Abstand. Und Yukio dreht sich erneut. Yukio dreht sich in die Wand, aber konnte, glaube ich, den Einschlag noch verhindern. Das zweite Mal heute. Und jetzt kommt Duckwirt da auch noch angeschossen. Oh, Mercedes, Mercedes, Mercedes. Und damit... Ja, P4 wäre definitiv eine Schadensbegrenzung gewesen und wäre eine richtig gute Chance gegenüber Weihnachtself auch gewesen. So wird es P7, P8 werden. Gut, Duckwirt hat eine Zeitstrafe. Und Tobi Tiger jetzt bei Kraulfighter rausgefallen. Und Duckwirt ist jetzt an Yukio sogar vorbeigegangen. Da geht gar nichts mehr. Jetzt muss er versuchen, in den 3 Sekunden drin zu bleiben. 5 Runden noch zu gehen. Von Abstand 4 Sekunden jetzt knapp. Ah, Marc Jäger, das ist so bitter mit dieser Zeitstrafe. Ja, und Kraulfighter, ja, P4. Also, wie gesagt, der hat eine Wahnsinns-Pace heute gehabt. Echt bitter, dass das nichts wurde. Bin mal gespannt, wer hier Fahrer des Tages heute wird. Momentan ist es Marc Jäger und Tobi Tiger, beide mit 5 Platzierungen. Marc Jäger wird hier aufs Podium fahren. Von der 8 gestartet, Tobi von der 10 gestartet. Natürlich durch die ganzen Kämpfe. Und der hat Nextouch wieder hinter sich. Von dem träumt er heute Nacht. Da gibt's Gelb, das ist wieder Yukio. Yukio wieder gedreht zum dritten Mal an der gleichen Stelle. Gucken wir mal, ob der Flügel heile ist. Und jetzt muss er aufpassen. Jetzt kommt nämlich Weihnachtself da hinten und der wird alles tun, um vor Yukio noch zu hören. Oh, da war weit draußen Yukio. Jetzt hat er sich vielleicht noch einen Cut. Jetzt hol dir nicht noch 3 Sekunden, Junge. Ja, läuft nicht für Yukio, läuft nicht für Weihnachtself. Und der WM-Führende macht halt das, was WM-Führender macht. Er ist Zweiter. Von der 6 gestartet auf der 2. Fehlerfreies Rennen bisher. Gute Strategie. So, Marc Jäger immer noch nicht an Domi vorbei. Das wird dann wahrscheinlich auch nichts mehr. Es sind nur noch 4 Runden gleich. Gucken, ob vorne noch irgendwas passiert. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht. Tobi Tiger und Nextouch zum x-ten Male mit dem Überholmanöver in der Schikane. Es ist zwar schön anzuschauen, aber es kostet so viel Zeit. Jetzt schon 3 Sekunden hinter Kraulfighter. Gehen wir mal kurz auf den Führenden. Ja, ist halt schade, dass Marc die Zeitstrafe hat. Kann man eh anders sagen.
Zeitstrafen werden natürlich noch ein Thema, wenn die noch kommen. Da könnte sich was 28.1 fährt konstante Zeiten, die dahinter 8.000ste schneller als Tomi gefahren letzte Runde. Also, bleiben wir doch bei unserem Lieblingsduo heute hier. Next Dutch und Tobi Tiger. Freunde fürs Leben werden hier heute geboren. So oft, wie die sich gegenseitig überholt haben. Meistens ging Next Dutch in der Schikane vorbei oder kurz dabei und auf der zweiten Geraden hat dann Tobi Tiger wieder gekontert. Abgeschossen haben sie sich noch nicht. Ein paar Mal gekuschelt haben sie schon auf jeden Fall. Oh, Next Dutch trifft hier die Schikane mal, die Kurve mal gar nicht. Also sich komplett verbremst. Hinten ist Weihnachtself an Yukio jetzt vorbeigegangen. Da hat Yukio vielleicht doch irgendeinen Schaden. Und er muss aufpassen, denn da kommt Sven jetzt mit riesen Schritten an. Oh, gibt es da ein Problem bei dem Mercedes-Piloten? Drei Dreher, sind die Reifen komplett durch? Dann wäre er vielleicht nochmal besser in die Box gegangen. Jetzt ist es zu spät. Rennen ist eh vor Koks und er droht jetzt hier aus den Punkten rauszufallen. Weil so wie Sven hier gerade rangeschossen kam, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er auch die 3 Sekunden. Ah ne, der hat mehr als 3 Sekunden, glaube ich. Der hat 6 Sekunden. Oh ja, da ist Sven mal kurz hinten reingefahren. Das hat man gehört. So, 2 Runden plus diese Runde noch, die angefangene Runde. Markus wird natürlich auch darauf achten, ja keine 3-Sekunden-Strafe zu bekommen. Ja. P4, P5, P6 ist noch nicht durch. Das kann noch sowohl. Ja, jetzt ist Sven auch an Yukio vorbei und Yukio dreht sich nochmal weg. Oh, das ist der vierte Dreher heute von ihm. Jetzt fährt er in die Box. Ne, er fährt nicht in die Box. Da muss Andreas ist da nur durchgefahren. Zum Glück war da geghostet. Zum Vergessen das Rennen für Mercedes. Und Dutch holt sich die Zeitstrafe beim x-ten Zweikampf. Versucht jetzt hier wieder außen in der Schikane. Diesmal steckt er aber zurück. Diesmal hat auch Tobi kompromisslos durchgezogen. Und Next Dutch holt sich die Zeitstrafe. Gelb, das ist wieder Yukio. Der hat sich schon wieder gedreht. Fünfter Dreher heute. Oh, hoffentlich kann er das Rennen überhaupt zu Ende zu bringen. Er wird letzter werden. Wird hoch, tief enttäuscht sein. Weihnachtself macht sogar Punkte auf Yukio gut. Ja, und Domi, der Abstand vorn zu Markus, der ist einfach mal nur eingefroren. Penalty Made Lap, vorletzte Runde. Next Dutch gegen Duckworth jetzt. Ja, das ist natürlich auch. Stimmt, der ist dadurch wieder rangekommen. Beide 3 Sekunden. Da geht's tatsächlich noch was um für Duckworth. Tobi Tiger, beste Chance hier auf P5, muss man sagen. Marc Jäger, stark, stark, stark als Ersatzfahrer heute hier. Wird ein Podium einfahren. Wenn er es durchzieht, noch die anderthalb Runden. Aber der wird da nichts mehr riskieren. Und Domi, der WM-Führende, jetzt macht er mal doch ein bisschen Zeit gut. Aber da ging einfach nach vorn Richtung Markus nicht. Und Markus fährt hier einen überzeugenden Sieg ein. Und Yukio dreht sich wieder. Und jetzt ist der Flügel ab. Was macht er denn jetzt? Yukio, ich bin auf dir drauf. Hör auf, so einen Mist zu machen. Jetzt hat er sich zurückgesetzt. Aber da hängt man doch nicht fest. Und bleibt draußen mit seinem Flügelschaden. Ja, rechte Endplate fehlt. Wir sehen es. Muss aufpassen, jetzt wird er von Markus gleich überrundet. Oh, ist das bitter. Rabenschwarzer Tag für Mercedes. Qualifying noch sehr gut gewesen mit P2. Ja, wäre wahrscheinlich auch mehr möglich gewesen, aber im Rennen tief enttäuschend. Ah, jetzt kommt Markus gleich an, der wird ihn gleich überrunden. Da wird er schon durchsichtig. Jetzt kommt Markus. Jetzt keinen Mist machen, Yukio. Er ist natürlich super schnell auf der Geraden.
Ah, macht keinen Platz. Ich verstehe es nicht. Frust hin, Frust her. So, Mark Weave dahinter. So, Yukio nimmt jetzt den Notausgang, will die durchlassen. Kommt jetzt zurück auf die Strecke. Domi wird hier einen klaren zweiten Platz einfahren. Duck wird auf der 5 und der hat Abstand 1,4 Sekunden auf Next Dutch. Und naja, Next Dutch und Tobi Tiger wieder zusammen. Gibt's da jetzt nochmal einen Angriff? Bleib einfach zurück. Oh, so, wir gehen nach vorn. Starke, sehr, sehr starke Performance von Markus. Super konstantes Rennen von ihm. Auf P1 ins Ziel gekommen. Super starkes Qualifying. Herzlichen Glückwunsch an Markus. Domi, der WM-Führende. P2 baut die Führung weiter aus. P3 geht an Marc Jäger. Auch ein sehr, sehr starkes Rennen. Crowell Fighter für mich so der Fahrer des Tages, ein bisschen der persönliche Fahrer des Tages. Kommt hier auf die 4. Starkes Rennen. Wird natürlich extrem ärgerlich sein nach seiner Durchfahrtsstrafe. 4 gestartet, 4 angekommen, aber bei dem, was passiert ist. Tobi Tiger auf der 5. Der wird wahrscheinlich Fahrer des Tages. Ja. Ist an Duckworth um 26.000stel noch vorbeigegangen. Next Dutch auf der 7. Buschi auf der 8. Den Ferrari-Piloten. Weihnachtself wird auf die 9 springen. Sven wird auf der 10 einkommen. Sven, oh, macht hier, was macht er denn hier? Huf macht er. Sven auf der 9, springt jetzt um. Weihnachtself auf die 9. Und Sven rutscht sogar noch aus den Punkten raus. Andreas holt sich den letzten Punkt. Ja, und Yukio auf der 12. Fahrer des Tages, Marc Jäger. Ja, so. Und ich hole mir die jetzt einfach mal rein, die Herrschaften. Da, Party beginnen. So, komm. Blende sie ein. Markus. Mark Jäger. Den will ich haben. Und den lieben Domi will ich haben. Ich hoffe mal, sie kommen alle rein. McLaren, super starke Performance hier im Überblick. Markus gewinnt vor Domi, vor Mark Jäger, vor Crowell Fighter, Tobi Tiger, Duckworth, Next Dutch, Buschi, Weihnachtself, Andreas, HSV, Sven und Yukio auf der 12. So, und da haben wir alle dabei. Erstmal herzlichen Glückwunsch an alle, die reingekommen sind. Den lieben Crowell Fighter habe ich mir reingeholt, weil er für mich persönlich mein Fahrer des Tages war. Auch wenn Marc Jäger Fahrer des Tages wurde. Und deswegen fange ich auch mit Crowell Fighter an. Ja, was soll man sagen? Froh, dass es am Ende P4 war oder schade, dass es P4 war? Weil ich hatte ganz ehrlich den Eindruck, dass du der Schnellste warst heute. Das hatte ich auch. Also ganz am Anfang habe ich mich zuerst ein bisschen zurückgehalten Das habe ich hinter gesehen. Markus. Ja. Und dann habe ich gedacht, ach, jetzt fahre ich mal weg, vielleicht bin ich schneller. Naja, warst du Ja, nicht, aber aber. ERS-Management bombastisch, 70% permanent gehabt. Genau. Ja, und die Durchfahrtsstrafe, wie knapp war sie? Tausendste? Ich weiß es nicht. Ah, so bitter, so bitter. Und Ich hab mich so konzentriert darauf, was für Reifen, gehe ich in die Box nicht, ja, nein, und dann, ach, ja. ja. Dann habe ich es zu spät gesehen, voll gebremst und dann, ja, war es leider zu spät. Aber man muss natürlich sagen, oh, guck mal, ich könnte jetzt, ah, guck mal, ich kann den Haas von F1 24 nehmen, sogar im Video, im virtuellen Showroom. Ist das nicht toll? Ja. Kriegst das 24er Auto sogar. Ach stimmt, ich habe das Schön. Spiel hier heute gekauft, deswegen. Letzten Tag, wo es noch günstiger war. Ja, aber auch stark, wie du dich rangekämpft hast. Dir hat es natürlich ein bisschen geholfen, dass die davon ein bisschen sehr viel gekämpft haben. Also, Dachi und Tobi, das waren heute so. Ich glaube, die werden Freunde fürs Leben heute. Die immer einer vor der Schikane geholt und dann der nächste direkt danach. Und das hat natürlich unheimlich viel Zeit. Du hast es ja
dann exklusiv mitbekommen, als ihr da in einem Genau. Vierertrupp wart, als Tobi und Dachi sich da draußen ein bisschen gekuschelt haben. Ja. Richtig. Und dann ist der Weihnachtself noch einmal Ja, in die ich weiß. Mauer. Ja, Yukio, das war ein bisschen glücklich. Yukio hat sich fünfmal gedreht heute. No. Boah, also zum Vergessen heute. Ja, aber auf jeden Fall ein starkes Rennen und ich denke letztendlich, mit P4 musst du unter den Umständen, glaube ich, zufrieden sein. Weil Das nach bin ich auch. vorn ging ja Alles gut. einfach nichts. Alles Gut. Ja, ach so, kurz zu deinem Qualifying noch was. Wie zufrieden warst du mit der Zeit? überhaupt nicht. Ja, ich muss, Das danke. Ich war ging überhaupt allgemein, nicht. enttäuscht von allen Zeiten. Ich habe mit einer 22,4, 22,5, vorher wurde noch rumgetönt von irgendwelchen Menschen, 21,9 im Time Trial gefahren. Aber gut, sei es wie es sei. Genau. So, dann, was haben wir nächste Woche für ein Rennen? Wo geht's denn da hin? Nach Belgien, ne? Spa. Nach Spa. Gib mal kurze Prediction dafür ab, nach Spa. Schöne Strecke. Mag Ja? ich. Ja? Schön im Regen. Ardennen-Achterbahn. Schönen Sonnenschein. Schönen Sonnenschein. Okay. Gut. Dann auf jeden Fall trotzdem herzlichen Glückwunsch zu P4. Wie gesagt, mein Fahrer des Tages heute. Danke, danke. Ja, weil absolut starke Pace und ja, man hat das durchaus gesehen im ersten Stint, wie du dich zurückgehalten hast. Und ich habe dann irgendwann die Frage gestellt, na, wann geht er denn vorbei? Und eine Runde später war es soweit. Das passte wieder mal sehr gut, hast du vielleicht gehört. Ja, und dann trotzdem herzlichen Glückwunsch zu P4. Und Dankeschön. kommen wir zu P3. Ja, Marc, herzlichen Glückwunsch zu P3. Jo, danke. Qualifying eher so durchwachsen mit P8. Übrigens auch für dich im Stream. Ich habe die neue Lackierung vom 24er-Auto von Williams. Klasse. Klasse, oder? Ist das nicht grandios? Ja, erzähl einfach mal, ja, Qualifying, das war jetzt nicht so berauschend. Warst du zufrieden mit der Zeit? Mit der Platzierung vielleicht nicht so sehr? Naja, nach nee, Platzierung Zeit jetzt nicht unbedingt, aber ich habe es eigentlich auch nicht anders erwartet nach einem Monat Pause von Ja, wollte ich Formel gerade 1 meinen. fahren. Ich glaube, da ist das dann doch schon. Ich hätte gedacht, ich wäre höher qualifiziert, aber P8 war wahrscheinlich schon realistisch. Aber bombastische Pace, vor allen Dingen im ersten Sektor. Ja, ich glaube, Also, erster und letzter Sektor war ich immer recht Wahnsinn. gut, aber dieser Mittelsektor, der. Ja, bist nicht so einen flachen Flügel gefahren. Weil Ja. der Mittelsektor ist ja quasi eine DRS-Gerade, Schikane, zweite DRS-Gerade. Ja. Aber was du im ersten Sektor und auch im dritten Sektor und ja, und dann kannst du im Mittelsektor halt einfach dranbleiben im DRS. Frage an dich, Richtung Domi P2, wäre was möglich gewesen ohne die Zeitstrafe? Ja, aber ich hatte noch ein anderes Problem. Ab Kurve, oder nicht ab Kurve, ab Runde 9 ist mir einfach meine Pedalbefestigung kaputt gegangen. Oh. Das heißt, die stand dauerhaft auf so 30 Grad halt nicht gerade und ich habe dann halt mein rechter Fuß war halt deutlich weiterer Weg zum Gaspedal. Ich habe halt nicht mehr meine EAS-Anzeige gesehen. So weit nach hinten war ich im Stuhl dann drin. Also ich habe dann auch, keine Ahnung, Runde 18 oder so, wo ich dauerhaft an ihn dran war. Und ich habe es dann halt auch bei diesen harten Braking Points gemerkt, dass ich da einfach nicht richtig bremsen kann. Und da habe ich auch mit P3 abgeschlossen und wollte nicht Ja noch gut, du hast irgendwie ja auch den Domi Absch sein, den. Domi irgendwie das Rennen versauen. Da hatte ich auch weniger Lust drauf, denn im Endeffekt hat er mich dann eher auf einer Gerade wieder überholt wahrscheinlich. Deswegen habe ich dann einfach gut sein lassen. Wollte es Ja. einfach sicher nach Hause fahren. Und der Abstand nach hinten war ja groß genug. Der, na gut, Da hatte ich auch dann Glück noch mit der Zeitstrafe, kannst du dir dass das ich im da noch so Stream viel einfach Zeit hatte. mal anschauen, wie die sich da. Nee, die Zeitstrafe war nicht schlimm. Die haben sich da hinten so sehr bekämpft. P4 bis P7. Guckst du einfach im Stream im Nachgang mal an. Auf jeden Fall, herzlichen Glückwunsch zu P3 und gib uns mal noch eine Prognose zu Spa, wenn wir dich denn da sehen dürfen. Ja, ich denke, man sieht mich vielleicht nicht in Williams, vielleicht wahrscheinlich irgendwo anders, aber Spa, keine Ahnung. Ich bin da, glaube ich, nicht so gut. Na, ich hätte Aber. noch 24er Lackierung. Ich habe noch Alpine, ich habe Haas, ich habe Williams und ich habe McLaren. Mehr habe ich nicht. Na, vorher bin ich mit einem Weihnachtself im Ferrari gefahren. Ja, Ferrari Aber war ja.
mit dem Ist jetzt Thema erstmal Presse. nicht. Am schönsten wäre es natürlich, im Aston Martin zu fahren, aber ich glaube, der ist immer dauerhaft besetzt. Ja, können wir ja gleich mal nachfragen. Okay, auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch zu P3. Starkes Comeback nach so einer langen Pause, weil 4 Wochen oder ein Monat ist ja doch schon eine etwas längere Pause. Okay. Genau. Ja, und dann herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall nochmal dazu. Ja, und dann kommen wir zu dem, jetzt muss ich kurz rüber zu den F23 Autos wechseln. Weil, was ist das denn hier? Och, Sim Racing, McLaren und Alpine Lackierung, ne? Das machen wir gleich. So, kommen wir mal hier. Aston Martin, wo ist er? Da ist er. Domi, herzlichen Glückwunsch zu P2. Die Konstanz in Person. Ja, was soll ich sagen? Wer soll dich auf dem Weg zur WM noch stoppen? Deine beiden ärgsten Konkurrenten sind heute unter ferner Liefen gelandet. P9 und P12. Also der eine gar nicht gepunktet, der andere so gut wie nicht gepunktet. Ja, Qualifying war, weiß nicht, fand ich, war ein bisschen besser von dir diesmal, aber war so erwartet. P5, P6 rum und im Rennen keine Fehler gemacht, gute Strategie gemacht und am Ende strafenfrei geblieben und deswegen P2. Herzlichen Glückwunsch dazu. Danke, ja. Ja. Ja, was soll ich noch erzählen? Also Qualifying, also es hat sich nicht perfekt angefühlt, die Runde. Deswegen denke ich, dass 2, 3 Zehntel wären vielleicht drin gewesen, aber es war ja allgemein sehr eng. Also ich war überrascht, dass ich nur 2 oder 3 Zehntel hinter dem ersten war und trotzdem auf P6 oder so. Da bin ich sonst andere Abstände gewohnt gewesen. Ja, und im Rennen, erster Stint, da war ich lange im DS-Train, da war so eine Dreiergruppe. Und dann hat sich irgendwann Yukio verabschiedet, glaube ich. Ja. 211 hat dann leider auch, ne? Also, Leider, sagt er. ja, also, das zieht sich ja durch die Saison. Also, ich muss ja nicht mal viel tun. Das hört sich so überheblich an, aber Nee, ist ja so. ich bin einfach mein Rennen gefahren. Auf einmal war ich P2, ja, und ohne wirklich was getan zu haben. Also, Ja, und war dann gut hast technisch. du einen Marc Jäger hinter dir, der sich noch eine Strafe holt. Ja, den habe Ja. ich nicht aus dem DRS rausbekommen irgendwie. Ja, Nach vorne. ja. Da wollte ich dich noch gut abfacken, die letzten 10 Runden. Nach vorne ging, also es hat sich immer so, war so bei 4 Sekunden eingependelt. Dann hatte ich kurz das Gefühl, bei den letzten 5 Runden, ich kann da ein paar Zehntel abknabbern und habe gehofft, dass er sich noch eine Strafe einfängt. Der Markus, aber nee, keine Chance. Und am Ende hat er das dann auch wieder rausgefahren oder hat es kontrolliert. So sah es für mich irgendwie aus. Ja, und dann P2 ist okay, also ich kann mich nicht beschweren. Das glaube ich. Übrigens, es ist in der WM offiziell nur noch ein Zweikampf, weil Foxy ist ja nicht mitgefahren heute. Yukio hat viel zu wenig Punkte gemacht. Du hast jetzt 67 Punkte Vorsprung auf Weihnachtself. Bei noch 3 Rennen, sprich noch maximal 78 Punkten. Oder haben wir noch einen Sprint dabei? Haben wir noch einen Sprint? Weiß ich nicht. Ich glaube, Belgien ist sogar spannend. Haben wir Belgien einen Sprint? Mensch, Leute, ihr müsst es doch wissen, ihr fahrt. Ich fahre immer nur in Woche 2. Nee, kein Sprint mehr. Kein Hat sich Sprint vertan. mehr. Kein Sprint Ich habe mehr. gerade den Rennen. Texas war der letzte Sprint. Genau. Also im nächsten Rennen könntest du es quasi klar machen. Für dich reicht, ich habe es jetzt mal, warte mal, wir haben 67 Punkte hast du Vorsprung, 78 Punkte geht zu holen, weil wegen schnellster Runde halt. 11 Punkte, also wenn du P4 holst, bist du Weltmeister. Ja, also Also egal was passiert, P4 holen. ich fahre trotzdem so wie immer, also Naja, das heißt Qualifying so lala und dann im so Rennen eine Strecke, die irgendwie. mache ich recht gut dicht. Genau. Aber das werden wir dann ja nächste Woche schon sehen, ob wir dich dann eventuell schon als Weltmeister hier begrüßen dürfen. Genau, und herzlichen Glückwunsch nochmal zu P2. So, und damit kommen wir. Jetzt kann ich auf die 24er-Lackierung gehen. Im McLaren, der liebe Markus, hallo erstmal und herzlichen Glückwunsch an dich. Nach der Runde der 22888 keinen Bock mehr gehabt, weil die Zahl so schön war, oder was war da los? Ja, danke schön. Und ich weiß nicht, ob es gesehen wurde, in der letzten, vorletzten Kurve war ich mit dem Flügel kaputt gefahren. Habe ich gedacht, gut, lassen Okay. wir das. Aber da waren noch 4 Zehntel, waren noch 3, 4 Zehntel waren noch drin. Ja, ich habe ja auch gesagt, 22,4 wäre so meine Prediction gewesen. Ja, Aber wäre es gut. gewesen.
Ja. Ja, und im Rennen, da gibt es eigentlich gar nicht viel zu sagen. Als das Safety Car oder das virtuelle Safety Car kam, klar, ab in die Box. Und dann konsequent durchgefahren, also keine Fehler gemacht. Also zeitweise waren die Abstände zu P2, also zu Domi. Ich habe das zwischendurch mal, die letzten zwei Runden hatte ich so das Gefühl, du lässt jetzt ein bisschen locker, da ist der Abstand ein bisschen runtergegangen. Aber davor teilweise Unterschiede von 8, 5.000stel habe ich gesehen, 3.000stel habe ich gesehen. Also es war alles ziemlich gleich. Ja, also in der ersten Runde habe ich direkt gedacht, so, wuff, als Weihnachtself sich verbremst hat, jo, jetzt war's das. Aber er ist ja sauber zwischen Crawlfighter und mir vorbeigeflogen. Habe ich gedacht, jo, das war gut. So, und dann ja, die ersten 6, 7, 8 Runden habe ich mich mit Crawlfighter, wir waren beide in einer Party und ich habe nur gesagt, boah, bitte lass uns nicht abräumen. Nicht abräumen. Egal was wir machen, nicht gegenseitig. Naja, und er ist dann nicht vorbeigekommen. Irgendwann habe ich gesagt, boah, ich habe neues Lenkrad, ich habe die Force Feedback so doll hochgestellt und mir brannten irgendwann die Arme und habe gesagt, so, komm, jetzt fahr und dann Safety Car und ja, dann ist alles passiert, wie es passiert ist. Genau. Apropos Crawlfighter. Eine Sache habe ich vergessen. Crawlfighter, was war das bitte für ein Start von dir? Geil, Da, der war ja bombastisch. Ich habe das. Also Markus hat einen guten Start vorhin gehabt. Ja, der war wirklich sehr gut, der Start. Aber dein Start, das war ja bombastisch da aus. das war on point. Ich habe mich selber erschlagen. Also, das gleich mal Yukio einfach mal so stehen lassen und Weihnachtself da auch. Genau. Also, Wahnsinn, als ob die gar nicht losgefahren wären, so sah das aus. Vielleicht sind sie das auch nicht. Vielleicht sind sie das auch nicht. Oh, guck mal, bei Markus kann ich sogar für den McLaren die F1 Sim Racing Vorschau anmachen. McLaren halt, ne? Ja, Wahnsinn. Beste Ey, es Marke. ist ja echt. Ja, hier, guck dir das an. Das ist das McLaren Sim Racing Team. Grandios. Ja, aber wie gesagt, das Rennen war dann einfach nur noch verwalten, hoffen, dass kein Safety Car mehr kommt wahrscheinlich. Ja, ich hatte ja nur noch eine Track Limits über für eine 3-Sekunden-Strafe und dann habe ich versucht, Domi und Marc so ein bisschen bei 4 Sekunden zu halten, habe locker gelassen, dann wieder ein bisschen Gas gegeben und ich sag mal, die letzten 5, 6 Runden, da haben meine Arme dann so ein bisschen schlapp gemacht mit diesem neuen Lenkrad und dann war, ach komm, lass ihn, ich fahre einfach, das ist mir egal jetzt. Force Feedback zu hoch eingestellt, vielleicht? Etwas, ja. Aber es ist das erste Rennen Etwas. damit gewesen, deswegen, Ja. ja, muss ich runterstellen. Ja, aber auf jeden Fall super starkes, dominantes Rennen. Schnellste Runde hast du leider nicht geholt. Aber gut, Nee, das leider nicht. war nicht möglich. Das war eine 24-7-7-1 zum Schluss. Das war. Da hätte noch ein Safety Car kommen müssen. Dann wäre es noch möglich gewesen. Das Ja. eine ist ja genau vor der Boxengasse geendet. Da habe ich gedacht, na, gehst du rein, gehst du nicht rein, gehst du rein, gehst du nicht rein. Naja, Ja. nee. Ich habe mir das schon fast gedacht, dass ihr vorne nicht reingeht bei dem zweiten virtuellen Safety Car, weil ihr wart einfach zu weit weg von der Box. Ja, hat ja Ich. rechtzeitig aufgehört, dass man keinen Fehler gemacht hat. Von daher war alles Ja, gut. genau. Also, wenn du, ich sag mal, wenn du 30 Sekunden näher dran gewesen wärst, dann wäre ich an deiner Stelle wahrscheinlich reingegangen, weil die frischen Reifen, die wären on point gewesen. Das denke ich auch. Die hättest du dir vorne gekriegt, du wärst da im Schnitt 3 Sekunden schneller pro Runde gefahren. Zumindest die Das ersten stimmt. 5, 6 Runden. Ja. Und dann souveräner Sieg zum Schluss. Nicht so, wie gewisse andere Menschen sich in der letzten Kurve weggehauen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das bei dem Event gesehen habt. Abu Dhabi, F-Skiller war es, glaube ich. Haut sich in der letzten Kurve weg. Wir gesehen, ja. Äh, Ja, ich, haben wir ich, gesehen. ich bin fassungslos gewesen, als ich das. Klar, es gab eine Berührung vorher, aber dass er da so in die Wand fährt links. Nee. Und der Kommentator war auch fassungslos. Ich dachte so, nee, kann es nicht sein. Naja, kann er ja morgen alles besser machen. Genau. So, kurzen Ausblick auf Spa noch deinerseits. Ja, das war jetzt ja der zweite Sieg in Folge und ich Ja, mag Spa genau. und ich hoffe, dass es dann so weitergeht. Ich bin mir nicht sicher, es kann immer was passieren, aber ich mag die Ja. Strecke. Ja, Spa kann durchaus immer was passieren, das ist richtig. Ich hab mal. Ja, WM-mäßig geht nicht mehr so viel, aber du machst natürlich heute auch wieder ein Riesen. Also irgendwie ist es bei dir sehr merkwürdig. Ausgeschieden, 12. gewonnen, gewonnen, gewonnen. Ah, ausgeschieden wegen Crawlfighter, dann 12. wegen Durchfahrtsstrafe, Durchfahrtsstrafe und dann Sieg, Sieg, Sieg. Stell dir das mal vor, du landest nicht in den Top 10 und gewinnst aber nur.
Na, nee, du machst Ja. jetzt einen Riesensprung. Also, du gehst jetzt in die Top 8 rein. Was ist für dich realistisch noch dieses Jahr? Boah, ich habe dieses Jahr gar nichts mehr Also, wirklich. du Also. hast jetzt 82 Punkte als Vergleich. King Louis ist nicht mitgefahren, hat 110 zum Beispiel. Tobi hat 92 plus heute, glaube ich, 10 Punkte dazu, also 102. Sind da nur noch 20 Punkte, also Top 6 könnte schon noch möglich sein. Dann ist das mein Ziel. Du Dann bist nehme ich das jetzt an so an. Soulcatcher definitiv vorbeigegangen. Und Next Dutch, ja, Next Dutch ist, glaube ich, noch vor dir. Oder ganz knapp hinter dir. Also du bist jetzt, glaube ich, Siebter oder Achter bist du in der WM. Dann ist Top 6 mein Ziel. Alles klar, dann nehmen wir dich beim Wort. Super. Genau, so, dann bedanke ich mich recht herzlich bei allen, die hier zum Interview waren. War eigentlich mal ein ganz interessantes, ein relativ entspanntes Rennen zum Kommentieren, außer Tobi Tiger und Next Dutch. Wie gesagt, die wären beste Freunde fürs Leben nach dem Rennen heute. Die haben sich, glaube ich, gegenseitig 20 Mal überholt. Also, und wie gesagt, immer vor der Schikane und nach der Schikane hat Tobi dann wieder zurück überholt. Und irgendwann haben sie mal neben der Strecke ein bisschen gekuschelt. Naja, ich bedanke mich auch bei allen Zuschauern, die dabei waren. Morgen einschalten, Liga 1. Ich habe gehört, wenn es einen Stream gibt, kommt der legendäre Hallabong und Weihnachtself hat, glaube ich, zugesagt. Also, nicht verpassen, falls das gestreamt wird. Morgen Liga 1 in Abu Dhabi. Da verspreche ich euch, sehen wir dann eine Zeit unter 22,5 und wahrscheinlich unter 22. So, ich bin Mr. Million 1607. Ich wünsche allen noch einen schönen Abend, eine schöne Woche. Bis dahin, so long.